Das dritte Gebiet in Skyward Sword HD wartet auf uns, denn wir haben im letzten Part den Erdtempel erfolgreich abgeschlossen. Bevor es dorthin geht, wollen wir noch ein, zwei Erledigungen tätigen. Wir haben ja noch Schulden beim Kürbisbarbesitzer. Und ich bin so jemand, ich will meine Schulden schnell begleichen. Ja, ich habe auch einen Bankkredit für das Haus auf eine relativ kurze Dauer abgeschlossen. Auch wenn das eine heftige monatliche Belastung ist, bin ich froh, früher fertig zu sein als andere. Und bin auch, ja, glücklich und dankbar, dass ich das überhaupt machen darf. Da bist du ja wieder, gerade rechtzeitig. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Als nächstes wirst du uns bei der Kürbisernte helfen. Oh nein. Und ich will keine Beschwerden hören. Doch, gerade das steht bei mir an der Tagesordnung, wenn es um Kürbisse jeglicher Art geht. Das dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Weitere Einzelheiten erklärt dir Kabocha. Aber vergiss nicht, auf meinem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Er kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet. Okay. Naja, besser so. Aber ich habe sehr schlechte Erinnerungen, was Kürbisse in Skyward Sword angeht. Es gibt mehrere Kürbis-Quests und manche sind wirklich assi. Ich hoffe, die ist noch gut machbar. Dann ist es beschlossene Sache. Du hilfst uns also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Du glaubst also, die Arbeit hier wird das reinste Zuckerschlecken? Dann lass uns das Ganze doch etwas spannender gestalten. Versuch, 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Was zur Hölle? Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie dir auf den Boden. Bist du bereit? Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich zeig dir, wohin du die Kürbisse bringen musst. Na, da hinten ins Lager. Okay. Macht Sinn. Gib dein Bestes und trag die Kürbisse in das Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuch, möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts zu fallen drohen, geh nach rechts. Drohen sie nach links zu fallen, beweg dich nach links. Die Balance zu halten ist hierbei das A und O. Gerate nicht in Panik und fang bloß nicht an zu rennen, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden. Ich drück dir die Daumen. Ach, das ist genau so ein Schmutz, wie ich befürchtet habe. Aber gut, das ist jetzt nichts mit Bewegungssteuerung, oder? Das macht das Ganze schon mal um einiges erträglicher. Na, wobei, diese verdammten Dinger sind übelst wackelig. Hör auf zu rennen, Link. Und beweg dich, wie sie schon sagte, langsam nach vorne. Aber kannst du dich nicht auch ein bisschen drehen, du Knecht? Weil wie soll ich denn so, bitteschön, Richtung Lager gelangen? Ich muss mich ja nach rechts bewegen, hä? Was ist denn das? Ja, okay, so ist gut. So ist gut. So ist perfekt, Alter. Weiter so, komm! Yo, yo, yo! Jetzt haben wir den Bogen raus. Bau jetzt keine Scheiße. Geh ganz vorsichtig mit dem Zeug um. Denk einfach, es ist das teuerste Geschirr von Zeldas Vater. Das... Mann! Das ist doch Betrug! Warum kann ich nur auf der Stelle laufen? Ja, ich kann mich nicht drehen. Ich kann mich einfach nicht drehen. Das heißt, wenn die Dinger nach rechts neigen, komme ich nicht weiter. Was soll die Scheiße, Mann? Aber ich bin so froh, dass das nicht mit Bewegungssteuerung gemacht wird. Sonst wäre das eine absolute Horroraufgabe. So, wie stelle ich den Scheiß jetzt ab? Tschüss! Ich wusste, du wirst es schaffen.
Du hast tatsächlich alle Kürbisse ins Lager gebracht, ohne uns weiteren Schaden anzurichten. Das bedeutet dann wohl, dass es hier nichts mehr für dich zu tun gibt. Hab vielen, vielen Dank. Das heißt, ich bin schuldenfrei? Aha! Eure scheiß Kürbisse! Die können mich mal. Nee, ich gehe mal zu ihm, weil er ist ja der Boss. Mal sehen, was er so zu sagen hat. Aber ich glaube schon, dass da noch mindestens eine Aufgabe kommt. Erst klassische Arbeit. Wie es aussieht, hast du alle Kürbisse geerntet. Trotzdem, deine Schulden für den Kronleuchter sind damit noch lange nicht beglichen. Mir fällt schon noch was ein, also komm später wieder. Siehste? Meine Haut ist noch lange nicht gerettet. Okay. Der nächste Halt ist Firone. Dort wollen wir jetzt noch mit den Bomben, die wir ja mittlerweile haben, die zwei Wände aufsprengen, um herauszufinden, was sich dort versteckt. Man muss das jetzt zwar nicht machen, man kann es sich auch für später aufheben und mit etwas anderem verbinden, aber ich sag mal so, es liegt ohnehin auf unserem Weg und ja, ich erledige solche Sachen gerne sofort, wenn möglich. Also tun wir das jetzt auch. So, die erste Höhle war ja relativ am Anfang. Ah, Moment. Haben wir solche Grashüpfer schon gefangen? Nein, oder? Ja, tatsächlich. Ein Firohüpfer. Schwärme dieser Insekten fallen alle 10 Jahre über das Land her und vernichten die komplette Vegetation. Was? Also, ich muss sagen, das ist ein Grund, um sie auszurotten, oder nicht? Lieber die, als die ganzen Pflanzen und Bäume. Und die Ernte. Denkt nur an die Kürbisernte. Ich glaube, ich habe nicht die beste Vogelstatue gewählt. Hier wäre doch auch noch eine gewesen, oder? Ja, sorry. Lost. Wobei, andererseits, so haben wir den Grashüpfer gefunden. Die sind bestimmt nicht selten, aber ich weiß nicht, ob mir das sonst aufgefallen wäre. Nicht weiter schlimm. Denn hier kriegen wir einen Easy-Herzteil. Hui. Geil! Noch ein weiteres. Und wir haben ein neues Herz. So. Die andere Höhle habe ich mir ja glücklicherweise mit dem Licht markiert. Sollten wir also schnell finden. Genau. Halt die Klappe, Mann. Was machst du, Link? Ja, deutlich besser. Und Pfannstoß. Boah! Der hinter mir lebte noch und wollte gerade ausholen. Aber siehst du, selbst das hat sich gelohnt. Einen Totenkopf dafür bekommen. Nicer, nicer. Okay, jetzt hier hoch. Mit wenig Ausdauer, aber wir riskieren das. Da oben ist ja auch schon eine dieser legendären Ausdauerfrüchte, yeah! Okay. Nice. Was haben wir hier? An das Herzteil konnte ich mich noch erinnern. Aber was ist da? Ich schätze mal Rubine, oder? Könnten wir tatsächlich auch gebrauchen. Ich bin ziemlich pleite. Oder ein seltenes Material. Ja, eine blaue Vogelfeder. Jetzt nichts Neues, aber trotzdem nice. Falls ihr es noch nicht wusstet, diese Raben können euch tatsächlich auch ankacken. Ja, das wollte ich unbedingt noch zeigen.
Und hab die Zwischenzeit genutzt, um ein paar der Heuschrecken zu farmen. Jetzt habe ich 5. Damit bin ich fürs Erste zufrieden. Und wir können Firone verlassen und nun endlich das neue Gebiet ansteuern. Eine Truhe in der Nähe können wir auch noch looten, fällt mir gerade ein. Die ist ja ohnehin dort hinten aufgetaucht. War mir bislang zu weit weg. Aber jetzt habe ich ja einen Grund, dahin zu fliegen. Muss nur kurz schauen, wo genau die liegt. Doch sehr weit weg. Aber mit diesem Turbofelsen hier und dem zweiten sollte das recht schnell zu erreichen sein. Da, ba, 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 ba. Jetzt wurde der Vogel ein bisschen langsam, aber auch er darf's mal etwas gemächlicher angehen. Gar kein Problem. Dieser Insel sind sogar 2 Truhen, wenn ich richtig gesehen habe, ja. Aber an die andere kommen wir noch nicht ran. Ist sowieso ohne Farbe und damit nicht für uns relevant. Eine kleine Dekotasche, ernsthaft? Wie viele von den Dingern habe ich jetzt bitte? Oh Mann. Das war so ein mega Fehler, da für Geld ausgegeben zu haben. Aber daraus lernt man. Die Schleuder ist halt leider wirklich eines der nutzlosesten Items in dem Spiel. Man braucht sie hin und wieder, aber halt nie und nimmer so viele Kerne. Außer am Anfang und da hat man halt keine dieser Taschen. Naja. Auf geht's! Wo sind wir hier? Hippita Donny, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Ranel-Mine. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Belasto. Da sind wir. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Ja, wie immer halt, ne? Dann gehen wir sie suchen. Wie gesagt, wir werden eine Menge Bomben brauchen. Und das ist auch so. WR-301-Reihe. Was hat das zu bedeuten? Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Wow, wenn Fei etwas nicht versteht, dann muss die Lage ernst sein. Ah, guck mal da hinten. Da ist ein Goddess Cube. Und ein neuer Käfer. Komm zu Papa. Und baue jetzt bloß keinen Mist. Das ist eine Zikade, ne? Siehst du, das weiß ich nur dank Animal Crossing. Da soll noch mal einer sagen, Videospiele bilden nicht. Du hast eine Sandzikade gefangen. Dieses Insekt verbringt 10 Jahre seines Lebens als Larve unter der Erde und lässt sich nur schwer fangen. Oh, dann war das eine Glanztat. Aber wir haben hier in dem Game ja auch halbe Animal Crossing, oder? Kann man echt mal sagen hier. Und wir werden alles vervollständigen. Nur schade, dass es kein Museum mit Eugen gibt. Oder ist es vielleicht besser so?
Sonst würde ich wieder auf die dumme Idee kommen, da wirklich alles zu spenden, was ich finde. Und das hat bei allen Animal Crossings, die ich bisher gezockt habe, ja doch recht lange gedauert. Okay. Dann wollen wir mal reinspazieren in die Mine. Wenn wir Glück haben, finden wir hier noch ein bisschen Erz. Oder Gold. Oder Kohle. So wäre es zumindest in Minecraft. Oder aber wir fahren Minecart. Dann aber bitte nicht so crazy wie in Donkey Kong Country. Aha, siehst du? Da sind schon die ersten elektrisch geladenen Gegner und der ist allen Ernstes so crazy und hat die Bombe aufgefressen. Ja, das ist ziemlich lost, aber mit diesem Selbstmordattentat hat er mir zumindest auch noch Schaden gemacht. Das war das Beste, was er da rausholen konnte. Ja, aber genauso muss man das machen. Wir hätten nur schneller weg müssen. Und das Holzschild haben wir halt auch genau wegen solchen Kandidaten dabei. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich wollte kämpfen. Als ob ich jetzt keinen von denen getroffen habe. Ja, dann nimm du die. Mann! Sonst haben die Bomben doch auch nicht so einen Explosionsradius. Es geht ja gut los hier. Weil, was ich bisher verschwiegen habe, ist, dieses Gebiet mag ich am wenigsten. Es hat zwar ziemlich viele coole, kreative Ansätze, aber ja, keine Ahnung. Sprechen wir darüber, wenn es soweit ist. Und dann könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das so findet. Weil ich weiß jetzt gerade tatsächlich gar nicht, wie dieses Gebiet so insgesamt bei der Spielerschaft ankommt. Also ob es jetzt eher ein beliebtes Gebiet oder ein eher unbeliebteres Gebiet ist. Keine Ahnung, ich weiß nur, diesen Chica-Kristallschalter, den schlagen wir mal. Und wie immer bewirkt das was. Diesmal sogar was richtig Krasses. Die Chica sind wirklich nicht von dieser Welt. Offenbar können wir damit, zumindest in einer gewissen Reichweite, in die Vergangenheit reisen. Plötzlich leben diese Robos nämlich. Ich muss die Lore durch. Geh aus dem Weg. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Ja, genau das denke ich auch. Aber cool. Auch wenn ich hoffe, dass der mich nicht mit seinen Krallen angreift. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns bei der Arbeit. Grad fand ich euch noch süß. Das hat sich hiermit dann also auch erledigt. Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts da drin verloren. Verzieh dich. Psst. Du hast mir gar nichts zu sagen. Wir fahren jetzt eine Runde. Hui! Das macht Spaß. Ich glaube, die andere Lore, die ich da vorhin rumgeschoben habe, die können wir jetzt auch benutzen. Aber mit der kommen wir wohl auch weiter, denn hier scheint eine Sackgasse zu sein. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Bzz. Ihr habt keine Waffen? Bro! Du bist einfach Edward mit den Scherenhänden.
Was heißt hier keine Waffen? Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Bzz. Was heißt die komische Kappe? Ich bin ein Ritter. Und das ist meine Kluft. Meine legendäre Kluft. Hör auf, sie niederzumachen, du Robo-Dulli. Schade, dass sie so unfreundlich sind. Gefällt mir gar nicht. Und Link anscheinend auch nicht, weil der guckt richtig böse. Ah, man kann, während man mit den Dingern fährt, nicht aus dem Waggon raus. Ja, ist auch besser so, weil das würde sonst zu Schwierigkeiten führen. Eine Äonenblume! Blühte bereits in vergangenen Zeiten wunderschön und soll im Dunkeln hell leuchten. Cool. Bald haben wir von allen Materialien ein Exemplar. Das ist nice. Ah, und ich sehe gerade, wir haben den Waggon noch nicht ganz zurechtgeschoben. Aber ich glaube, das ging auch gar nicht. Weil, habt ihr es gesehen? In der Zukunft war diese Schiene kaputt. Jetzt nicht mehr. Und das ist der kreative und geile Part dieses Gebiets. Das Zeitreisen. Das finde ich sehr, sehr episch. Gibt aber auch Dinge, die feiere ich weniger. Was ich auch besonders mag, ist halt dieser Kontrast. Hier ist Vergangenheit, hier ist Zukunft. Links lebt alles, rechts ist es, naja, trist und die meisten Lebewesen sind tot. Wenn man denn jetzt diese Robos als Lebewesen bezeichnen möchte. Oh, da können wir übrigens eine Bombe reinwerfen. Aber was bewirkt denn dann hier dieser Kristallschalter? Guck mal. Das sollten wir schon aktivieren, oder? Mal sehen. Okay. Scheint optional zu sein. Ach so, und um wieder reinzukommen. Vermutlich, weil ich glaube, der Waggon war gerade nicht mehr in der Vergangenheitsreichweite, ne? Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Dann musst du ins Ranel Steinwerk. Klingt interessant und endlich mal ein freundlicher Robo. Die Steine der Zeit bewegen uns und unsere Maschinen. Ihre Energie sprengt jede Skala. Mhm. Okay. Danke für die Info. An den Glibbertrotteln rennen wir mal lieber vorbei. Genauso wie über den Treibsand, der extrem viel Ausdauer kostet. Also da muss man echt gut aufpassen. Ja, und der Wüstenaspekt ist halt auch das, was mich in dem Gebiet nicht ganz so begeistert. Zumindest laut Erinnerungen. Ja, vielleicht ist das jetzt anders. Wir werden sehen. Ah, ich habe das Gefühl, hier kriegen wir gleich Besuch. So ist es. Ah, Mann, ich schaff's aber auch nie, rechtzeitig wegzurennen. Oh nein, da war ein Käfer und ich habe ihn getötet. Da ist noch einer. Schnell. Wir müssen zumindest die Art einmal registrieren. Animal Crossing Sucht. Oh. Eine Ranel-Ameise. Man sagt, in dem Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Yo, 3 Milliarden IQ. Wieder einfach mal viel schlauer ist als diese Roboter und alles andere. Vor allem ich, der sich jetzt schon zum dritten Mal mit Elektro-Glibber angelegt hat und immer weggesprengt wurde. So langsam sollte ich doch mal kapieren. Aber ich denke immer so, ja komm, ich renne. Wie ein Marathonläufer. Klappt nur leider nicht. Oh. Ach nee. Ich dachte, da wäre jetzt ein Material gedroppt worden.
Leider nicht. Weil Monsterklauen habe ich gar nicht mehr so viele. Müsste man mal wieder neue besorgen. Oh ja. Die Dullis, die wir aus dem Erdtempel kennen, gibt es auch in der Wüste in einer Elektroversion. Und wie ihr euch schon denken könnt, sind sie extrem nervig. Aber das ist jetzt mal eine Situation, wo die Schleuder tatsächlich was bringt. Weil es eine gute Idee ist, den zu betäuben. Aber eine noch bessere, ihn wegzusprengen. Triffst mich nicht, triffst mich nicht. Aber ich dich! Yeah, das war jetzt mal richtig gut. Geilo. Oh, kann ich da graben? Oder was ist das da? Das sah aus wie Brokkoli. Also zumindest ähnelt das meinem Brokkoli, den ich draußen angebaut habe. Total geil. Erstes Jahr, in dem mein Brokkoli blüht. Aber ja, gut, logisch. Wir haben ihn ja auch erst dieses Jahr eingepflanzt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, zieh dich hoch. Ich wollte nur zeigen, was passiert, wenn man mal im Treibsand untergeht. So, dann hätte ich das hiermit gezeigt. Jetzt spiele ich seriös und gut weiter. Wie kommt man zu der Truhe? Muss was mit diesem Waggon zu tun haben und Vergangenheit. Ich glaube, wenn sie, genau, wenn sie nicht elektrisch geladen sind, kann man sie auch mit dem Schwert besiegen. Ah, Student. Dann sollten wir das zukünftig so machen. Bomben sind ein Ticken zu riskant, wenn auch unterhaltsam. Okay, wo ist der Vergangenheitsschalter? Ah, eine Monsterklaue. Top. So muss das sein. Jo, was geht da ab? Ja, hauen wir erstmal auf den Vergangenheitsstein, wo auch immer er ist. Oder ist er da hinten? Ah, Tatsache. Okay. Ja, da brauchen wir noch ein paar Bomben. Seht ihr? War eine gute Idee, die Bombentasche mitzunehmen. Das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt 10 oder 20 Bomben tragen kannst. Und selbst 15 sind schon ein Mehrwert. Also das Upgrade, das braucht man nicht unbedingt, das ist nur für Pro-Player. Aber ich würde schon empfehlen, die Bombentasche auf jeden Fall zu kaufen. Oh. Ja komm, die springen wir auch weg. Müsste gehen, oder? LOL! Ja, ich, selber schuld. Dafür kann ich nichts. Wenn das Vieh so lost ist. Das ist der Weg zur Truhe offenbar. Nice. Oh, aber was ist das denn? Eine Libelle. Nein! Nein! Achso, sie ist noch da. Ich dachte, die wäre jetzt tot. Hallo? Geil. Ich wollte natürlich nicht nochmal diesen Kristallschalter aktivieren. Eine Gerudo-Libelle. Die Facettenaugen dieses Insekts glitzern wie Rubine. Seine langen Flügel sind durchsichtig wie Glas. Sympathisch. Das wäre jetzt aber auch so geil gewesen, wenn das Ding tot gewesen wäre. Aus Versehen mit der Bombe nochmal den Schalter getroffen habe. Oh, aus dem Weg. Hier, friss. Lass mich zu meiner Truhe. Bam, 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 bam. Wieder mal eine blaue Vogelfeder. Hieß es nicht, die ist selten?
gut, sie sind in vielen optionalen Truhen, aber dennoch. Was macht ein Mensch an diesem Ort? Suchst du einfach Steine der Zeit? Ja, auch. Aber in erster Linie meine Freundin. So, jetzt haben wir alles, oder? Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. Würde ich auch machen. Kostenloser Strom, beste. Alles klar. Dann glaube ich, haben wir die Mine jetzt geschafft. Und kommen nun raus in die Wüste.